Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Build Minecraft oder Let's Play Together Build Minecraft. Wir sind die Together. Verblähten. Ja, together. Wir sind die Verblähten und legen wieder los an einen schönen Sonnenaufgang hier wieder in Minecraft. Ja, wunderbar. Ich schaue auch gerade aus dem Fenster und sehe, wie die Sonne aufgeht. Ja. Sieht sehr schön verpixelt aus. Haben wir auch wieder das andere Texture Pack drin? Da Ja, hatten wir es nie gewechselt. Wir Ach hatten so, es nie ja, gut, gewechselt. Es war aus stimmt. der Das, Dingens. Es ah war ja. aus der Let's Play-Welt. Stimmt ja. Vergessen, sorry. Vergessen. Ja, genau. Ähm, Ob du bist alt. ich bin alt. Du hast so ein Gefühl, aber du bist alt. Ja, ist okay. Passt schon. Aha. Du mich auch. Ich hab nichts gesagt. Alter, wie viele Betten ich im Inventar habe. Muss mein Dach leicht versetzen. Gucken, wie das aussieht, wenn ich das so mache. Wie wir Zeit hatten mit eurer Baute. Ha? Ja, ich bin hier gerade ein bisschen bei der Beleuchtung und es sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. Geht auch bei Aha. mir. Willst du Ah, nur die wissen? Lichter anbringen ist immer so eine Sache, ne? Will nur wissen, was ich da mache. Ja, vor allem das mit den Schalter und so Zeug ist immer so ein bisschen hinter der Wand verstecken und so, dass es funktioniert und ohne dass nachher der Schaltkasten so dermaßen aus der Wand rausragt, dass du der halbe Raum einnimmst. Ja. Aber es scheint zu funktionieren. Eins. Scheint. Also ja, wie gesagt, es scheint. Ups. Ach ja, ich sage ja immer noch, man müsste in Minecraft, zumindest im Kreativmodus, eine Kreativ Fläche sein? auswählen können, wo du auf einmal eine Blockreihe hinsetzen kannst. Weißt du, so sagst du 64 auf 64, plopp. Das wäre geil. Es gibt solche Mods auf dem PC, aber leider gibt es Mods, was für Minecraft angeht, nicht auf der PlayStation oder auf den Konsolen allgemein. Gut, manche sind Ja. überflüssig. Ja, gut, aber es gibt schon nützliche Sachen. Sagt die Timber-Mod hätten wir schon gern, die wäre ja auch nicht schlecht. Okay. Erzähl. Der Timber-Mod ist, habe ich aber schon mal erzählt, da kannst du, wenn du an den Baum hingehst und fällst bloß den unteren Stamm, bricht der ganze Baum zusammen. Aber das Mammutbaum ist ganz interessant, ne? Ja, das sind genau diese Punkte. Der Du musst Baum so ein halbes Dach wieder stirbt. abreißen, weil ich es ändern will. Oh je. Yeah. Also ich weiß ja nicht, wie dein Dach aussieht, aber oh je. Ja, du kennst mich, ne? Ja, das ist ja genau das. Vorher nicht in diesen kleinen Maßstäben. Hoppla. Gut, es gibt größere Bauten, muss man auch mal hinzufügen. Ja klar, wie gesagt, wir haben ja schon oft gesagt, wir sind jetzt nicht die Profis, wo jetzt sagen, wir bauen hier kämpfende Drachen oder sonst irgendwas. Wir bauen einfach mal so ein bisschen nach Bild geht dir unserem nicht aus Stil. dem Kopf, oder? Nein, als ich dieses Bild das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, wer macht sowas? Da hat jemand echt zu viel Zeit. Das ist der Hammer. Ich habe da letzt das Raumschiff Enterprise gesehen. Habe ich auch schon Ja, gesehen. Das ist eine begehbar. gigantische Karte, der braucht doch allein 5 Minuten bis, oder ja, nur um zum einen vom Rand bis zur Mitte zu kommen. Es ist so der Hammer, ja. Habt ihr mal das eine gesehen gehabt, diesen riesen Taschenrechner sozusagen? Der noch funktioniert, die Uhr, meinst du, oder wie? Nein, keine Uhr. So ein riesen Taschenrechner mit was ich wie viel Rechenmethoden daher. Was? Hat mal einer Was? gebaut. Ja, ich glaube, das war sogar ein 16-Jähriger oder sowas hat das gebaut. Ohne Scheiß, das Ding ist übel. So, Schüler haben zu viel Zeit. Ja, sollten Definitiv. mehr Hausaufgaben auch bekommen. Ja, ich glaube, das machen sie auch in 5 Minuten. So nebenbei bei den Hausaufgaben. Ah, oh, guck mal, was ich noch gemacht habe. Gute Zeit hätte ich auch gern. So viel Zeit hätte ich gern früher mal gehabt, als ich noch zur Schule ging. Ja. Ich habe meine Zeit für Außenaktivitäten verwendet. Außenaktivitäten. Das heißt, da warst draußen. Du warst draußen? Als kleines Kind, ja. Hallo? Ich Was? kenne dich seit der Schulzeit. Wo warst du draußen?
Ach so, von dem Weg zu dir, zu mir, ja klar. Ach so, aha, das sind so Außenaktivitäten, ja? Klar, ich war Aha. unterwegs. Ja, 2 Minuten, noch nicht mal. Zehn Sekunden oder was das war. Ja. Ah ja, deine Außenaktivitäten, ja genau. Immer hochspannend, hochinteressant. Man hat viel erlebt in diesen 2, 3, 5 Sekunden. Wahnsinn, hast du einiges an Unfällen mitgekriegt Oha, oder irgendwie übel, sowas? ey. Was da alles passiert ist. Ein T-Rex läuft durch die Stadt. Ach, das war immer das. Ja. Alles klar. Geht's euch noch gut? Passiert sowas bei euch nicht? Uff, nein, die sind nur seit ein paar Millionen Jahren ausgestorben, aber es ist okay. Ach, die tun nur so. In Bayern vielleicht, aber nicht in Ja, Baden-Württemberg. Da gibt es heute noch welche. ihr seid halt zu mir runtergekommen, hey, dass die Viecher sterben. Ja, Haben das sie halt hätte ich nur mal nicht gehegt sagen, und ob wir so gepflegt. heruntergekommen sind. Immerhin haben wir die 50.000er Leitung. Ja, wo ihr nicht mal untereinander koppeln könnt, hey, ohne dass es Hammer doch, geht doch, abstockt. funktioniert doch. Ja, mit einem Kabel verbunden. Toll. Ja, da schnie an die Idee, da schnie die Ideen vergessen. Verlärm. Ja. Ausgehen lassen. Ah, danke. Bitte. Ja, deutsche Sprache ist schwer, ich weiß. Ja. Wenn man in der eigenen Sprache in der Schule scheiße ist, dann hat das alles. Ja, ne? Ja. Du hattest Scheiße in der Schule? Ich hatte Sprachen in der Schule. Sprachen. Ich glaube, ich lasse es heute. Ja, Ja, sei voll am einfach besten backen. ruhig. Genau. Danke. Bitte. Es ist nur gut gemeinter Rat. Ach, danke. Von uns Super. allen. Ich glaube, die Community denkt genauso. Glaubst du das? Ja, die denken sich jeden Tag Micha halt auch einfach mal die Schnauze. Glaub nicht, die denken eher Shadow, du schon wieder. Ja, das sowieso. Die Assis schon wieder. Oh nee, echt, jetzt müssen wir uns das Let's Play anschauen. Nee, gibt doch Ja, viel müsst ihr. interessantere Dinger, so Wurzelbehandlung online. Boah, wow, geil! Gibt's bestimmt irgendwie so Wurzel, also Zahnarzt-Simulator. Gott. Es gibt ja auch Bestimmt. Toilettensimulator und alles, ey. Ja, aber nee, allgemein, wenn du das nächste Mal zum Zahnarzt gehst, nimmst du eine Kamera mit und sagst: Hey, könntest du das bitte filmen? Ich würde das gerne bei YouTube zeigen. Oh Gott, Alter, echt. Der Gesichtsausdruck wäre bestimmt genial. Was sind denn Sie für eine kranke Sau? Nö, nö, ich stehe da echt drauf. Das macht mich voll an. Oh Gott. Quälereien, wie man mich quält beim Zahnarzt. Und das Schlimme wäre, das hätte wahrscheinlich 1 Million Likes und Klicks und Wahrscheinlich. alles, ey. Das wäre das Schlimme dran, hier. Oh, da leidet einer. Klick, 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 klick. Genau. Geil, geil. Micha leidet. Yeah, noch mehr Klicks. Oh, 1 Million Abonnenten. Bäm. So wegen diesem, die gucken sich aber auch nur dieses eine Video an, ne? Ja. Aber 1 Million Abonnenten für den Zahnarzt. Ja. Oh, geil. Ja, auch nicht schlecht. Kurz so ein neuer Trend, aufnehmen beim Zahnarzt oder allgemein beim Arzt. Ja, richtig. Haben Sie hier Schmerzen? Ah, ja. Oh, finde ich toll. Warte, können Sie das nochmal machen? Ich habe die Kamera vergessen, laufen zu lassen. Oh Gott. Wir sind so schon echt kaputt, hey. Geil. Warum sind wir so kaputt, Ich bin Leute? völlig normal für meine Verhältnisse. Ja. Das würde ich jetzt nicht so behaupten. Dein Psychiater würde auch anders, das anders formulieren, aber ja. Ich hab keinen. Ja, das ist das Problem. Er hat keinen mehr. Weia. Wollen sie denn Ich alle glaube, nicht mehr mein behandeln? Gespräch mit dem Psychologen würde so ablaufen. Guten Tag, ich bin ein Psychologe. Noch. Doch. Guten Tag, ich bin Daniel. Oh Gott, nein. Dann muss ich auch direkt das Kommentar hinterher setzen. Wussten Sie, dass Psychologen eine höhere Selbstmordrate haben als ihre Patienten? Okay. Dann mal schauen, wie lange noch der Psychologe ist. Die Ruckzuck ist meisten er werden sich weg. wahrscheinlich nicht davon abschrecken lassen. Ach was, warum auch? Denken sich noch so ein Gestörten, ne? Weiß man gleich mal ein. Er ist mit Sicherheit Gamer, deswegen gleich einweisen. Ja, aus Prinzip. So Weil schaut's sind die schlimmsten, aus. ne? Allerdings, die schauen uns. Ja. Noch harmlos. Was Wir wär's sind noch harmlos? harmlos. Wir sind harmlos? Seit wann das denn?
Glaubst du nicht? Nee, irgendwie nicht. Nicht mehr. Warum? Seit wann hast du gemerkt, dass es nicht mehr. Seit ich mit euch zusammenarbeite. Danke, das ist ein Kompliment. Nicht wirklich. Das fasse ich als Kompliment auf. Ja, finde ich auch toll. Wird schon wieder Nacht? Alter, es ist schon wieder Nacht. Oh, geh Boah, mal alle über mir geht schlafen. Sonne. Ist der Mond. Sonne geht gerade unter. Ich fast nichts mehr. Oh, immer wieder Nein drücken, nix geht hier. So. Was für ein Gerät tust du wo reindrücken? Wie? Sorry, ja. Ah, du bist so ein Idiot, Alter. Alter, ernsthaft. Massagestab. Idiot, Alter. Er ist doch wahr. Ah. Nein, ist es nicht. Wenn du schon wieder so perverse Sachen sagst. Ich rede von dem Controller-Knopf Nein drücken, Depp. Dann Wie willst sagt du ihr jetzt reindrücken? ja, zum Alter. Rennen halt. Meine Fresse. Oh, wei. Ja. Ja, ihr merkt wieder, wir sind alle wieder hier gemeinsam beim Zocken und es wird einfach nicht langweilig, wenn wir miteinander zocken, oder? Ja, ein Assi neben dem anderen. Naja, so Mir fällt, nebeneinander sind wir jetzt ja. auch nicht. Mir fällt gerade nichts ein. Ich wollte hier die eine Wand mal wieder so ein Pixelbild machen. Aber mir Bauen f Pool. ich habe ja einen Pool. Bauen Whirlpool. Nö. Bauen eine Wasserrutsche. Halt die Schnauze, Im hab auch Pool. ne, ich habe auch eine Wasserrutsche. Echt? Ja? Okay. Mein Pool. Funktioniert die auch? Ja? Was? Ich kann ja mal den Zuschauern zeigen hier, ob es funktioniert. Selber noch mal gucken. Müsste funktionieren, aber theoretisch. Yay! Theoretisch. Theoretisch. Ja, funktioniert. Hui. Funktioniert. Super sogar. Okay. Da, 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 da. Jung. Yep. Funktioniert gut. Mal gucken, ob das andere jetzt auch funktioniert um die Ecke hier. Und? Perfekt. Funktioniert super. Nee, ich brauche ein Bildmotiv, was ich da an die Wand mache. Also wieder ein selbst kreiertes, ein selbstgebautes. So wie damals mit dem Foxhound-Logo. Genau. Macht doch unser Symbol von den Verblähten. Ach so, Mensch, mit dem Controller und Dingens, oder was? Ja, warum nicht? Okay. Ja. Das wäre eine Idee. Ja gut, großartig ist es eh nur ein Schriftzeichen, aber ja, Macht ja nichts. kann ich machen. Ich muss mir das nur mal als Bild aufrufen hier in meinem Laptop. Mal Ordner aufmachen. Hehehehe. Muss ich es aber auf jeden Fall größer machen, weil die Wand reicht nicht. Dann kann ich ja schon mal hier abbauen. Mal die Wand ein bisschen größer. Ja, wir sind im Kreativmodus. Lass mal ruhig ein bisschen die Größe was spielen. Ja. Bin dabei. Mal einfach alles kaputt hier. Ich will Massenvernichtung hier. Ja, Massenvernichtung, gute Idee. Dynamit, Dynamit. Kann man nicht, gibt nur TNT. Dann nehmen TNT. TNT. Gleiche. So. Dafür schenke ich dir mal Schweinefleisch. So. Feuerzeug. Feuerzeug. Feuerzeug? Hallo. Waffen. Feuerkugel. Habe ich die schon ausprobiert? Ja, dann machst du einmal Feuer. Klingt gut. Was wieder ein Feuerzeug eigentlich? Also eigentlich bla. Klingt gut. Oh, hier sind ein paar Schafe. Das ist auch. Müsste so richtige Scheinwerfer bauen können. Ah, so Spotlights und das Richtige. Ja.
wäre schon geil, aber. Nö. Oh. Weißt du, auf was ich mich eigentlich am meisten freue? Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Okay. Das nächste Update für PlayStation 4 soll mit MP3-Funktion, also mit Musikfunktion wieder sein. Ja, stimmt, da habe ich was gelesen, ja. Und dass man die Musik auf den Stick schmeißen kann und dann auf der PlayStation abspielen kann. Allgemein bei Minecraft, damit wieder ein bisschen Musik reinkommt. Also im Offline. Ich weiß nicht, ob es, wenn es online, wenn wir hier zuspielen, ob das auch funktioniert. Leute? Jetzt sind wir nicht. Leute? Ja, bitte? Ich bin gerade extrem gemein. Ich habe gerade ein Schaf rundherum mit TNT eingesperrt. Du Tierquäler. Peter! Peter! So. Feuerball und. Mach kapuff! Yay, auf der PlayStation 3 ging es ja mit dem mit der Musik, also zumindest offline. Sobald du online gespielt hast, ist die Musik abgebrochen. Ja. Okay, ich habe einiges weggemacht, aber zum Glück ist nichts von meinem normalen Zeug kaputt gegangen. Das ist gut. Habe ich noch gut hingekriegt. Man muss so kontrolliert sprengen, ne? Kontrollierte Sprengung. Mach was, Glenn. Apropos mal. Kontrollierte Sprengungen. Man sagt doch immer, dass Creeper ganz schön lästig sein können. Im Wasser ist es nicht so. Wenn man aber weiß, wie man Creeper richtig einsetzt, helfen sie beim Bergbau. Ja. Du musst nur wissen, wann du auf Zeit gehen musst, dass sie explodieren, ohne dass sie dir Schaden zufügen. Ja. Habe ich in meiner Privatwelt recht viel mitgekriegt und recht viel gemacht. Also Creeper sind ganz schöne Bauassistenten. Außer sie überfallen dich wieder von hinten. Ja, reißen irgendwelche Krater in Boden, aber ansonsten geht's. Ich mache jetzt gerade kontrollierte Sprengungen hier. Oh, Alter, what the fuck? Ups. Kontrollierte Sprengungen. Ups, weil Sprengungen heißt, es war nicht so kontrolliert, wie es vorhin gesehen war, oder? Doch, das war alles geplant. Hoppla, die Hälfte von meinem Haus fehlt. Ach, das war alles geplant. Ich wollte das alles abreißen. Nein, es sind nur zwei Ziegel von meinem Pool kaputt gegangen, aber sonst habe ich halt. Sag ich doch. Alles vernichtet, Albert hier. Zwar auch ein bisschen zu viel, aber geht. Okay, ein bisschen sehr viel. Nein, ich habe halt mein halbes Plateau vernichtet. Halbes Plateau. Was baust du? Ja, ich bin auch gerade irgendwie gespannt, was er eigentlich baut. Ich baue ein Haus. Mhm. Eine Holzhütte. Eine Holzhütte. Eine Holzhütte. Ja, siehst du, eine Holzhütte. Achso, ich wollte das Bild aufrufen, das merke ich gerade. Da und da müsste ich es eigentlich drin haben, theoretisch. Theoretisch? Theoretisch. Ah, das sieht doch gut aus. Hoffentlich ist es... Wo sind CNT? Ich will auch ein bisschen zündeln. Richtiger? Ja. Feuerzeug, ach da. Ja, das ist das richtige Bild. Ich hab's aufgemacht, so, dann können wir mal gucken. So, kontrollierte Sprengungen, kann ich auch. Ja. Yeah. Ja, nein. Hey, cool. Oh. Hoppla. Jetzt mach ich erstmal mein Plateau hier wieder zu. Dass hier die Wand höher ziehen kann. Oh. Ja, so ist das. Oh, jetzt habe ich Freiluftgebäude. Freiluftgebäude. Ja, kontrolliert, ne? Mhm. Ja, ich mache das ja nicht mit einem TNT-Block. Ich setze ja gleich hunderte dran. Ja, ich habe auch mehrere gesetzt gehabt, aber trotzdem hat es eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Ja, passt doch. Ja. Aber, ja. Einmal mit Profis arbeiten. Das wirst du nie erleben. Du bist ja keiner. Ja, ich merk's. Du bist ja kein Profi. Ich werde jetzt Sprengmeister. Oh Gott. Oh Gott. Ja, funktioniert ganz gut. Oh, hoppla. Ja, hoppla, genau. Sagte der Mann, der sich selbst in die Luft sprengte. Ich hab einen Pool unter meinem Haus. Wusste ich gar nicht. Jetzt schon. Nee, hey, da ist allgemein ein Pool. Das sind die Wasserleitungen.
ist kein Pool, das sind Wasserleitungen. Stimmt. Wasserversorgung unterm Haus, das ist ja toll. Das ist wahrscheinlich die Wasserversorgung von der Stadt hier. Hoppla. Ja, hoppla. Probiert mal aus, ob bei euch noch Wasser rauskommt. Wenn nicht, schreibt Micha. Micha, gib deine Adresse weiter. Piep, 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 piep. Ja, genau. Okay. Okay. Dani, Korax, übersetzt das bitte. Piep. Bitte ohne Piep. Piep. Ohne Piep. Piep. Das geht bei YouTube nicht. Irgendwie funktioniert das nicht. Das ja, ist, der irgendwie wird, ja. Macht dann so einen Piepton rein. Das wird automatisch eingeblendet. Also ich würde ja gerne meine Adresse preisgeben. Aber wie ja. gesagt, also wenn ich jetzt angebe, Piep, Piep, Piep. Irgendwie geht's nicht, ne? Bullshit. Bullshit. Los, gibst du krank oder was? Ja. Oh, dann müssen wir leider die Aufnahme abbrechen und dich zum Arzt bringen. Ja. Sag mal, Shadow. Es wird schon wieder dunkel. Spieler ausschließen. Au, hopp du. Es wird dunkel. Sag mal, das ist wieder Beleuchtung. Es wird schon wieder dunkel. Ja. Ah. Weiß gar nicht, aber ich hab doch deine Adresse. Warte mal, ich kann dir mal die Adresse sagen. Ich hab auch deine. Echt? Ja. Aber du hast meine nicht. Du bist der Nachbar. Ich hab auch deine Adresse. Also ich wohne hier am oberen Berg 34. Nee, 31. 42. 99. 42? So? Huch, jetzt haben wir mal ein Loch in die Wand gerissen. Huch, ja. Kontrollierte Sprengung. Nein, es war mit der Hand. Kontrolliertes ja. Schlagen. Willst du kontrollierte Sprengung machen, kannst du noch nicht mal richtig schlagen? Was ist mit dir los? Ist mit dir nicht richtig? Ja. Glaub, ist halt so. Das fragt dich, glaube ich, die Welt. Was ist mit dir nicht richtig? Sagst du. Das weiß ich. Das sind Standardfragen, was ich gefragt werde immer, weißt du? Ah, genau. Ja. So, was ist mit Micha falsch? Das ist halt Micha. Er spielt mit dir. Ich spiele nicht mit ihm. Es gibt einen Unterschied zwischen miteinander spielen und zusammenspielen. Oh, feier. Oh Gott. Ja, das machen die als Nachbar. Das nennt man Nachbarschaftshilfe bei denen, weißt du? Hä? Ja. Da weiß ich aber irgendwie nichts von. Nachbarschaftshilfe gibt's bei uns nicht. Das ist vielleicht bei euch im Jeder wird gern so. Eingestellt. Auf sich allein. Ja. Yeah. Keiner liebt euch. Gleichfalls. Keine Angst, Shadow. Würde ich auch nicht. Gott sei Dank. Hätte ich mir noch Sorgen machen müssen. Ja, sehr froh. Einfach mal alles hier vernichten. Einfach vernichten. Komplett zerstören. Hören. Gab's da nicht mal irgendein Lied davon? Ja. Von allem ein Lied hier. Kannst du mal oben zu meinem behinderten Nachbarn gehen? Hier, da singt dir bestimmt was vor. Ey? Ja. Zeig ihm auch mal, wo der Badel den Mosch hängen hat. Ja. Dann werde ich sagen, Hergolendi, fahr weg im Schatten. Oh ja. Boah, geil. Allerdings. Oh ja. Ja, das ist Telekolleg Augsburg. Wer es nicht kennt, bitte reinhören. Kann ich ja mal verlinken in die Kommentare. Auch noch. Wirst du eh vergessen. Ja, sowieso, deswegen ja. Micha, verlinkst du mal. Du denkst da eher ja, dran. Ja, ich werde es wahrscheinlich auch vergessen, aber ich versuch's. Ja, du denkst da eher dran als ich. Ich schau mal. Ich schreib's mir. Was heißt jetzt das? Keine Ahnung. Du bist halt Penner. Nein, ich werde das jetzt extra kurz aufschreiben, damit ich das weiß. Ja, ja. Sei still. Ja, ja. Sei still.
Habt euch lieb. Arr. Nicht So, so ich schreibe lieb. das extra auf. MCB Folge 12. Telekolleg Augsburg. Genau. Ist aber, glaube ich, schwer im Internet zu finden. Ich glaube, du hast mir den Link. Oh, der Link ist auch schon 100 Jahre her von in WhatsApp. Nee, ist aber trotzdem, glaube ich, extrem schwer zu finden. Das war nicht mal auf YouTube, glaube ich. Nee, das war irgendeine andere komische Seite. Ja, weil ich ewig gesucht habe nach dem Ding her und das findest du fast nicht, weißt? Das ist Vielleicht das habe ich es aber Problem. nur in der Chronik irgendwo stecken oder Das so. war ja mal hier eine Radiosendung, weißt? Vielleicht so, direkt bei dem Sender gucken. Ich weiß nicht mal mehr, welcher Sender das war. Müssen wir mal gucken. Was bist du eigentlich zu gebrauchen? Ach, halt die Schna Ach, halt die Schnauze. So. Habe ich eigentlich hier ein Loch im Boden? Ach, da unten. Ja, weil du kontrolliert gesprengt hast. Nee, das war vorhin schon das Loch. Natürlich. Ist eigentlich soweit passend aus. Richtung drin. Aber durchkontrollieren. Aha, da fehlt Wasser. Nein, Wasser. Ich versuche mal eine gut kontrollierte Sprengung jetzt. Oh Gott. Boom, ey, die fliegt bis hierher. So in etwa. Machen wir es mal hier und so. Funktioniert das? Ich habe einen Felsen angezündet. Okay, es Nein, funktioniert. der arme Felsen, er brennt. No. Boom. Ja, Leute, so funktioniert es eigentlich ganz gut. Wenn man in einen Berg rein Dynamit macht, dann ist die auf jeden Fall wesentlich kontrollierter die Sprengung als sonst. Okay. So, raus hier. Apropos kontrollierte Sprengung. Yep, sieht gut aus. Sieht's denn mit kontrollierten Aufnahmen aus? Was? Wir haben noch nie kontrollierte Aufnahmen gemacht. Echt? Ja. Vielleicht sollten wir da mal anfangen. Wir sind nämlich schon in einer anderen Zeit. Was? Schon? Ich bin aber noch nicht fertig. Ja. Kannst du in der nächsten Folge zu Ende setzen? Kontrollierte Massenvernichtung. Ja. Na gut. Dann höre ich mal Dann diese bis St zum nächsten Mal. Genau. Dann hören wir an dieser Stelle auf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.